Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dragon Age. Und die Abstimmung aus Facebook ist nun beendet und es wurde sich entschieden für den Charakter Duran. Das ist unser zwergischer Adliger und die Klasse ist natürlich die Kriegerklasse für einen solchen Adligen. Und ja, wir sind aus dem Spiel in Ostaga gelandet, bei dem es nun weitergeht mit dem Initialsritus, um eben den Grauen Wächtern beizutreten. Dazu haben wir jetzt aber auch noch einen Levelaufstieg zu vergeben. Den hatten wir übersehen in den letzten Parts, glaube ich. Und naja, wir haben also einen Krieger, den werden wir wahrscheinlich dann auch immer vorausstürmen lassen. Wie genau ich den noch skillen werde, ist abzuwarten. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Und oder welche Spezialisierung wir sehen. Also ich werde es immer mal wieder so oder so spielen. Ich werde auch ab und zu mal eine kleine Pause einlegen, sodass ihr mir ruhig unter die Videos schreiben könnt, hin und wieder, zum Beispiel zu welchem Levelabschnitt ich denn als nächstes reisen soll. Theoretisch ist die Welt mir nämlich später offen gesetzt, allerdings je nachdem, wo ich dann schon mal war, habe ich das Gebiet dann schon abgeschlossen. Und dann, ja, habe ich schon ein paar andere Sachen, wie wenn ich jetzt in ein anderes Gebiet vorher gegangen wäre. So, dass ihr so ein bisschen mitentscheiden könnt, wo die Reise denn im Endeffekt hinführen wird. Und, nun gut, dann machen wir ein klein wenig auf die Stärke und eins auf Konstitution. Und dann haben wir einen Fähigkeitspunkt neu bekommen. Den investieren wir, da wir nichts in verbesserte Manipulation eingeben können. Nirgends hin. Da gehen wir nämlich nochmal zurück. Dann hole ich mir die zwei Punkte aus der Stärke. Die kann ich kurzzeitig verkraften und gehe auf Klugheit. Denn die Überredungskunst, verbesserte Manipulation hier genannt, ist doch durchaus eine Fertigkeit, die in Dragon Age sehr, sehr nützlich ist. Wenn man beispielsweise irgendwelche idiotischen Narren hat vor sich und die mal ein klein wenig überzeugen möchte. Deswegen nehmen wir auch die. Und ja, wir haben schon gesagt, unser werter Herr Zwerg darf immer ein bisschen vorstürmen. Auf was genau ich ihn jetzt skille, waffenmäßig, bin ich mir noch nicht sicher. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Die Punkte verfallen mir Gott sei Dank nicht, sodass ich dann, ja, abwäge, auf welche Spezialisierung ich denn den jetzt noch legen werde. Deshalb erkunden wir jetzt als allererstes mal Ostaga. Dazu haben wir wieder eine große Karte. Wir sehen, hier links ist das gesamte Lager aufgebaut, hier rechts nur ein Turm und dieses Startgebiet, der königliche Hochweg, entschuldigt, von dem wir gekommen sind. Wir sehen auch hier leider etwas verwaschene Texturen, nicht alle HD-Texturen wurden leider übernommen. Da hinten ein Tor, da können wir auch nicht raus, und hier ebenfalls ein Tor, und zwar zu der Turm von Ishal. Ja, kommen wir nicht durch. Ihr wollt den Turm von Ishal nicht betreten. Er ist im Moment gesperrt. Tut mir leid. Oh. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Okay, was ist der Turm von Ishal? Ich glaube, er wurde einst verwendet, um nach den Wilden Ausschau zu halten, die aus dem Wald kamen. Warum genau ist denn der Turm auch gesperrt? Auf Befehl von Taryn Loghain. Der Turm wird von seinen Männern gesichert. Er soll in der Schlacht eine Rolle spielen. Mir wurde gesagt, sie hätten ein paar tiefer gelegene Kammern entdeckt und sie wüssten nicht, wie tief sie genau gehen. Deshalb darf im Moment niemand hinein. Hm, tiefer gelegene Kammern? Interessant. Ich habe nichts derartiges gesehen, als ich dort war. Aber wer weiß. Naja, die Ruinen sind ja auch ziemlich groß. Sie stammt noch aus der Zeit des Reichs von Tevinter. Sie wurde von Zwergen errichtet. Vermutlich steht sie deshalb noch. Tja, das Handwerk unserer der Erbauer eure Schritte lenken. Stolzen Rasse ist natürlich über die Jahrzehnte immer noch da. Auch wenn es ein bisschen verfallen ist. Ah, da, die Steinmetze damals waren wohl doch nicht immer so gut. So, da kommt man jetzt natürlich nicht raus. Heute sind stündlich zwei Einheiten eingetroffen und für morgen wird das Doppelte erwartet. Und doch befürchtet der Taryn, dass wir nicht genug sein werden. Tja, da solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen, wie groß so eine dunkle Brutarmee schon sein sollte. Ich bin gerade im Überlegen, wie waren die Tasten nochmal? Verdammt. Gab es doch eine Taste, die immer schön die Gegenstände hervorgehoben hat, wie hier zum Beispiel Elfenwutz.
Den nehmen wir mit. Verdammt, welche Taste waren das nochmal? Naja, egal. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. Hier sehen wir jetzt noch ein bisschen, klein wenig noch die großen Ruinen. Und ein wenig die Ausblick von Dragon Age. Und ja, muss man sagen, da vorne ist der Sumpf. In dem werden wir uns nachher auch noch begeben. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich glaube, da hinten, das soll eine kleine Hütte sein. Und dass das irgendeine versunkene Ruine. Na gut, was hat der denn zu sagen? Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja gut, wünsche ich dir auch, aber das war jetzt nicht sehr informativ. Naja, sehen wir uns mal um. Oh, da hätten wir fast übersehen, eine Truhe. Ah ja, und da sehen wir wieder, hätte ich doch einen Schurken spielen müssen, um Schlösser knacken zu haben. Vielleicht finden wir ja noch einen Rekruten, den wir dahin schicken können, um die Truhe zu öffnen. Wir müssen in Dragon Age nämlich nicht die Fähigkeiten komplett selbst können, sondern unsere Mitspieler, beziehungsweise in dem Fall unsere KI-Begleiter werden durchaus in der Lage sein, unsere Fähigkeiten mit ihren zu bereichern. So, hier sehen wir wieder drei Soldaten. Reden wir mal mit dem hier, der ein bisschen patrouilliert. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Na, sehr informativ mal wieder. So, möge der da. Erbauer euch beschützen, ebenfalls. Ich glaube, die haben alle denselben Bildhauer gehabt. So wie das hier aussieht. Was sind das da? Über ein kleiner Wehrgang. Okay. Ah, da hinten sind noch Säcke. Und dann. Gleicher Text. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja, aber echt sehr kreativ. Naja, durchplündern. Ja, durchsuchen und plündern wir mal die Dinge hier. Da haben wir einmal einen Froststein und einen Rinderknochen. Eine Rinderschulter samt Knochen. Und da haben wir erfahren, dass wir Geschenke besitzen können. Die können wir natürlich unseren Begleitern geben. Und bei unseren Begleitern steigen wir dann in der Gunst. Wir können aber auch in deren Gunst fallen. Je nachdem erlangen sie sogar noch unterschiedliche Talente, wenn ich mich nicht mehr irre. Und sind je nachdem auch bereiter, euch Informationen zu geben oder eben auch um Liebschaften. Ja, hier gibt es sogar Romanzen in Dragon Age. Diese müssen natürlich dann auch gepflegt werden, aber dann werden wir auch belohnt mit ein paar interessanten Szenen, die natürlich der USK halber nicht komplett immer ausgeführt sind. Ah, ich glaube, dann war es das mal mit dieser Seite. Dann haben wir auch die ersten 7 Minuten, glaube ich, total verschwendet damit. Tut mir leid, aber ihr wisst ja, ich sehe mich hier gründlich um, auch im Interesse von euch, um eben das gesamte Ausmaß dieser Befestigungsanlage und das gesamte Ausmaß des Spiels ein wenig besser einfangen zu können. Da war nochmal ein Soldaten. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Bei denen hängt echt eine Schallplatte fest, ey. Halleluja. So, wir bewegen uns jetzt in Richtung des eigentlichen Lagers. Und dort oben sehen wir wieder, da sollen wir uns treffen. Und da haben wir den Quartiermeister, mit dem wir reden können, das Lazarett, den Hundezwinger, Duncans Feuer, Logans Zelt und König Kalens Zelt. Logan ist der Berater von Kalen. Kalen ist der König von Ferelden zurzeit. Und hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Das ist korrekt. Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ja, du kannst mir gerne mal ein bisschen was erzählen. Erzählt mir etwas über Ostagar. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taryn Logan hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche, jede Menge wichtige Persönlichkeiten. Ah ja. Gut, ist das Hundegebell? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers. Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und zu viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Das ist wirklich grauenhaft, vor allen Dingen Tierquälerei im Endeffekt. Der Zirkel der Magi ist hier. Einige Magier ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen.
Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Ja, mit wütenden Templern, die einen anstarren, das ist wirklich nicht zu übersehen. Wo ist der König? Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taryn Logan halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taryn Logan wahnsinnig. Gut, das kann ich verstehen. Der König sollte ja definitiv geschützt sein. Als wichtiges Statussymbol und Mutobjekt innerhalb eines Krieges sollte der auch nichts abbekommen. Kann ich hier irgendwo Ausrüstung bekommen? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Das ist eine sehr gute Sache. Und ich möchte euch etwas anderes fragen. Dann lasst mal hören. Wo finde ich Duncans Zelt? Nicht weit von hier. Einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal, aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Alles klar, dankeschön. Und ich suche einen grauen Wächter namens Alistair. Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Alles klar, dankeschön. Ich mache mich auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ebenfalls und danke. Neuer Codex-Eintrag über Ostagar. Mit den Codex-Einträgen wisst ihr ja, die lese ich sporadisch vor, wenn ich es für notwendig halte. Ansonsten kauft euch das Spiel. Es ist eine wahre Pracht, die gesamte Hintergrundstory noch zu erfahren. Suchen wir hier noch irgendwo Pflanzen vielleicht? Nein, ich glaube, da ist nichts. Also, da haben wir das königliche Lager. Und da haben wir eine königliche Wache. Und da hinten haben wir Logans Wache. Wir könnten mal versuchen, mit dem König ein bisschen zu reden. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Ach, aber schade. Überreden, erzähl mir vom König. Ihr müsst ihn oft sehen. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den Grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Logan sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Ich habe so meine Zweifel. Genauso denkt auch der Taryn. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taryn ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Der Königin? Ich wusste nicht, dass Cain verheiratet ist. Doch, mit niemand Geringerem als der Tochter des Taryn. Oh. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Ja, ist vielleicht auch das Bessere. Nicht, dass du noch Probleme bekommst, aber danke dir für die wertvollen Infos. Ich sollte gehen. Wie ihr wünscht. Nun gut, also der König ist nicht da und da hinten ist das Turns Lager. Das schauen wir uns gleich an. Hier sehen wir erstmal noch ein bisschen. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Da haben wir es gehört vom Feldwebel. Rührt den Kadaver nicht an. Wir werden ihn verbrennen, damit er nichts infizieren kann. Alles klar. Grüße. Grüße, mein neuer Text. Ja, wir haben jetzt hier also die gesamten Rekruten stehen, da ist sogar ein Ritter dabei. Ihr habt es verdient, Herr. Was habe ich denn verdient? Jetzt bin ich verwirrt. Egal, auf jeden Fall, da haben wir wieder eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Erledigt. Leider. Hier haben wir extremst verdammte Texturenfehler. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Und doch werden sie jedes Mal mehr. Da fragt man sich, ob diese grauen Wächter nicht vielleicht doch recht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt, um sich richtig zu besaufen. Dagegen hätte ich jetzt auch nichts. Aber ich halte für euch durch. Nun gut, schauen wir mal hier hinten noch ein bisschen rum. Da sehen wir nämlich noch eine Priesterin für uns beten. Mit dieser können wir uns auch unterhalten, glaube ich. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit.
Mein Glaube gibt mir Kraft und sollten sich mir auch 10.000 Männer entgegenstellen, so fürchte ich sie nicht. Ich werde nicht verlassen auf den gewundenen Wegen des Nichts wandern, denn im Lichte des Erbauers gibt es weder Dunkelheit noch Tod. Gesegnet seien die, die unter den Augen des Erbauers leben. Mein Glaube gibt mir Kraft und sollten sie. Da haben wir es gehört. Sie hat ein paar Gebete ausgesprochen für alle Beteiligten, die jetzt hier großartig, gleich in die Schlacht ziehen werden. Gefunden haben wir gerade ein bisschen Kupfer und ein kleines Schild. Und dann begeben wir uns jetzt doch mal zu. Alter, ich glaube wirklich hier ein paar Grafikfehler. Tut mir leid. Ich weiß. Ich werde das mal für den nächsten Part nochmal überarbeiten. Eventuell kriege ich die ja nochmal gerade gebügelt. Gut, dann reden wir mal noch mit Logans Wache. Ihr nähert euch dem Zelt von Terran Loghain. Was ist euer Anliegen? Erzählt mir von Terran Loghain. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Loghain wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Terran machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die Dunkle Brut ohne Loghain niemals besiegen würde. Mhm. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ihr könnt euch mal ein Dragon Age Band holen zu genau diesem Thema, in dem wird Logans und Kaelins Vater Mareks Kampf gegen die Dunkle Brut und die Orlesianer, welche damals Verräten besetzt haben, erzählt. Und das Buch, muss ich sagen, ist echt sehr gut gelungen. So, dann reden wir mal noch über den Tyrion, ob er vielleicht da ist. Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ihr könnt ihn überreden, ein wenig davon auszuplaudern. Ich denke schon. Solange wir leise reden, er und der König streiten schon seit Tagen. Der Terran kannte den König schon als Baby, deshalb verzichten sie auf Förmlichkeiten. Der Terran sagt, was er denkt, und der König brüllt direkt zurück. Ich persönlich denke, der König sollte tun, was Terran Loghain sagt. Ohne den Terran würde es hier nicht so gut für uns aussehen. Dann würde ich doch mal versuchen, noch sogar eine Audienz da herauszuschlagen. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Duncans neuer grauer Wächter, nehme ich an. Okay, ich bin noch kein grauer Wächter. Dennoch habt ihr seine Majestät beeindruckt. Er konnte seine Aufregung über euer Treffen nicht verbergen. Kaelins Faszination für die Grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Nein, das wusste ich nicht, aber ich werde ihn fragen, dass er diese Faszination der Grauen Wächter nicht zu teilen scheint. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kaelin denkt. Ihr seid kein Oberflächenzwerg, das sehe ich an euren Augen. Es ist klug von den Grauen Wächtern in Orsamar nach neuen Rekruten zu suchen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Nein, ich denke eher nicht. Allerdings, weiß ich es noch nicht. Dementsprechend gehe ich auf, ich weiß es nicht. Wenn Kaelin seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Ich könnte jetzt frech antworten, dass er den König anscheinend nicht mag. Aber ich glaube, das käme nicht sehr gut an. Er ist nicht mein König, ist ja soweit sogar richtig. Allerdings, und wenn er das nicht ist, das wäre doch mal eine gute Frage, ob er was im Plan hat so im Hinterkopf. Dann betet trotzdem. Na gut, schade. Hätte ich mir jetzt spannender vorgestellt. Aber dann beten wir mal eben im Namen des Vaters und so weiter. Ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, Leute, indem wir dann das restliche Gebiet hier weitermachen und dann auch fortfahren werden mit unserer
Zeremonie-Quest. Bis dann.